Ich fand witzig, dass gestern jemand auf Twitter den Clip gepostet hat, wo der Dude hier in meinen Stream kam und seine dumme, unhöfliche Frage gestellt hat, wie ich meine Freundin befriedige. Und als ich dann darauf gekontert habe, was zwar mega asozial ist, aber man darf sich nicht alles gefallen lassen. Und wenn jemand so persönlich wird, muss er damit leben, dass man auch dann zurück persönlich wird. Und als ich dann geantwortet habe, er soll mal seine Mutter fragen, die wird ihm das schon erklären, wie das funktioniert. Also auf Twitter, die Leute haben auch alle sehr belustigt darauf reagiert. Aber ich meine, wenn jemand so asozial und dumm fragt, ne, und versucht hier persönlich zu werden, dann muss der auch damit leben, dass ich auch mal, ne, dann ein bisschen zurückschieße persönlich. Ich meine, wenn die Leute hier in meinen Stream kommen und vernünftig sind, dann warum soll ich die auch beleidigen oder so, ne? Weil deswegen auch hier immer die Leute, die sagen, ja, wie gehst du mit deinen Zuschauern um, ne? Die Leute, die hier aussortiert werden und so, die sehe ich nicht als meine Zuschauer. Das ist dann einfach Spreu für meinen Chat. Da gebe ich mir dann keine Mühe, nett zu sein. Weil wenn ich das Gefühl habe, hier ist nur jemand da, um rumzunerven und nichts Positives zum Stream dazu beizutragen, dann, ja, soll der bitte wieder gehen. Und ich sag mal so, dann gebe ich in allerhöchster Form und mit höchster Motivation mir alle Mühe, dafür sogar zu sorgen, dass die Person geht. Weil ich will ja, dass die Zuschauer, die vernünftig sind, sich hier auf Dauer auch wohlfühlen und nicht belästigt durch solche Leute, ne? Warum bist du so hyperaktiv? Haha, wenn du nur redest, kannst du ruhig auch mal stehen bleiben und nicht sprinten, in Klammern no front. Ich finde das immer voll geil, wenn ich das vorlese, wie die Leute so total, so fassungslos reagieren im Chat und sagen, was, was? Bitte was? Aber deswegen lese ich auch manchmal diese Kommentare vor, weil ich einfach die Chat-Reaktion zu lustig finde. Und Level Up, Kollege. Zack, 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 zack. Und wieder ein Level Up. Welchen Geschmack? Klerik. Tea Time? Ja, bitte. Ich würde gleich losgehen. Ja, viel Glück, Chef Strobel, ne? Ja, Mann. Ich habe das Gefühl, dass sie sich wieder in die Luft sprengt. Ich weiß nicht, warum ich dieses ungute Gefühl habe. Willst du nicht vielleicht warten, bis Max da ist und das mit ihm zusammen angehen? Na, es ist zu low, wenn es dann in die Luft geht. Dann freut er sich. Dann wird er dich die ganze Zeit fertig machen, ne? Warum müssen die Fackeln weg, Chat? Was ist mit den Fackeln? Was soll mit den Fackeln sein? Aber das wäre eine ultra-stronge YouTube-Folge, vertrau mir. Da sehe ich schon die Stonks, Junge. Das sind übelst die Stonks, glaub mir. Guck mal, wenn du eine Folge raushaust, ne? Mit einem Bohrer, dann machst du den schön fett auf Thumbnail, packst so ein bisschen TNT-Explosionen drauf und dann als Titel nimmst du irgendwie Bohrer mit Trimix getestet und auf dem Thumbnail steht dann irgendwie, sprengt er sich selbst in die Luft, Fragezeichen. So, bam. 100.000 okay, Klicks Video. Wenn Chef Strobel seinen Bohrer, während ich mir den gleich angucke, 5 Minuten lang, fliegt er in diesen 5 Minuten in die Luft, breche ich sofort den Open-End-Stream ab. Alter Junge, was ist das bitte für ein gewaltiger Druck auf mich? Wie transportiert man das Ding? Das passiert durch Slime und Wand. Nein, dann nicht. Nein, nein. Seht ihr, seid euch nämlich selber unsicher bei seinem Bohrer. Eigentlich sollte er, also wirklich, ich weiß nicht, was, Chat, was könnte den Bohrer jetzt noch kaputt machen? Ich weiß es nämlich nicht. Soll ich ihn betätigen? Ja, mach, mach. Hab den T gesehen. Das ist die, er hat übrigens, und du hast die als zerstört gerade.
Ach, ist es damit kaputt gegangen? Eben ist ein Dia kaputt gegangen, der wurde weggesprengt. Okay, aber gut, das ist die Frage, wenn du eins kaputt machst, ist es so schlimm? Vorsichtig, Chef Strobel! Der feuert jetzt nochmal! Jo. Da vorne liegt TNT am Boden. Sammelt das mal ein, bevor es ist. Aber wie das weg. Und das weg jetzt, kannst du. Muss halt immer warten, bis es halt vorne explodiert, dann kannst du das nächste Mal drücken. Wir bauen hier den ultimativen Tunnel durch. Schon ganz witzig, das Ding. War auch viel Arbeit. Bullt der denn in eine Richtung, wo noch nicht so viel weggebuddelt ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Den hättest du wirklich, genau. Hättest du den im Diamond Stonk, hättest du den machen müssen. Wir können jetzt wieder zu Klimms Schleim fahren. Geil wäre, wenn du jetzt unter... Vorsichtig! Ja. Oh nein, ja. Und da liegt doch sogar ein Dia unten drauf, der wird jetzt weggesprengt. Ja, kaputt. Zwei Dias kaputt gegangen. Einmal ein Erz und einmal die lagen. Also, man macht... Ich hab's halt gesehen, aber Dieter hat das schon gedrückt, deswegen... Aber ich weiß halt, aber das passiert voll viel Verlustleistung, finde ich. Die springen voll viele Dias weg. Du hast jetzt bestimmt schon drei Dia-Erzblöcke weggesprengt. Ich habe jetzt gerade 7 Stück in der Dings, egal. Was aber richtig witzig wäre, wenn du jetzt mit dem Ding die ganze Zeit weiter sprengst und dann kommst du plötzlich bei jemandem ans Haus. Was machst du denn dann? Dann musst du das ganze Ding ja wieder abbauen, ne? Ich schwöre, dann muss ich wieder das ganze Haus mit in die Luft sprengen. Ja. Da grabe ich mich einfach durch. Alter, guck mal, wie wir hier freilegen. Einfach, das ist ja eigentlich schon riesig. Ich glaube, der rentiert sich mehr als der andere, oder Spark? Ja, von freilegen schon. Oh, ich hab gerade angehauen. Ja, die Frage ist schon, wie effizient der ist, da hast du recht. Ja, also ich habe jetzt mindestens schon drei, also ein Dias wurde schon abgebaut, da lagen die Dias, dann beim nächsten TNT ist der liegende Dia weggesprengt worden und zwei Erze mindestens, die auch schon kaputt. Und ich hätte den, glaube ich, auch von der Höhe her anders gebaut, oder? Auf Höhe 10 oder 11 soll man den bauen. Wir haben auf Höhe 10, glaube ich, gebaut. Ja, weil, okay. Damit er über den Lavaseen ist, wenn wir jetzt den tiefer bauen. Genau, was passiert eigentlich, wenn er jetzt auf Lava stößt? Ey, ich glaube, der ist lava-proof, hat der Typ in dem Video gesagt, aber ich nehme darüber keine Garantie, wie gesagt. Ja, wir können ja mal Lava drüber gießen. Na gut, weil es kann ja sein, dass an der Decke dann ein Loch entsteht, wo Lava runterläuft, ne? Ja, werden wir nachher sehen. Dann werden wir nachher, stimmt eigentlich. Ja, also Chef ist ein sehr, sehr cooles Gerät und es ist auch eine YouTube-Folge tatsächlich wert. Das ist sehr, sehr cool zum Zuschauen. Easy. Ne, haben wir bisher in Graphic auch noch nicht gesehen. Aber jetzt hat es eine Weile gedauert, bis wir wieder, also erstmal kein Erz mehr gehabt, ne? Ja, stimmt. Ich denke, aber theoretisch könnte man auch hier richtig viel aushöhlen, dann hier unten noch irgendwas bauen, eigentlich. Kann sich auch mal überlegen, weiß nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall schneller als graben. Ja. Theoretisch könnte man den sogar unendlich lang bauen, ne? Ja, hat er auch gesagt. Du musst halt dann aber irgendwann Leute haben, die halt die Chunks laden, ne? Aber ja, sonst. Genau, es gibt ja einen Chunk-Loading-Grenzer. Deswegen, aber wie gesagt, ich könnte den jetzt 7 Chunks in eine Richtung bauen. 7 kann man laden, ne? Oder 8? 8 Chunks in jede Richtung. Chef Strobel, was hältst du davon, wenn wir das Ding nochmal in größer im Diamond Stonk aufbauen mit unberührtem Boden? Können wir machen. Dann, wie gesagt, du brauchst halt aber anderen Leute. Ich helfe dir sogar mit den Materialien. Schleimblöcke und so hole ich dir ran. Kein Problem. Ja, brauchst du dann nur, dann, je nachdem wie lange du ihn brauchst, dann nicht mehr auf der Seite. Da musst du mal folgendes machen, jedes Mal, wenn ein TNT geflogen ist, musst du einmal durchfliegen und gucken, ob irgendwo ein DRS freigelegt wurde. Ja, oder wenn wir den doppelt so lang machen, auf der linken Seite steht dann einfach einer so wie jetzt gerade du, Spark, und beobachtet das auch. Chef Strobel, Gamers Time hier. Ich habe hier mit LP mit Kev eine Maschine entwickelt, die das ganze Raumschiff nach vorne schiebt. Achtung! Er ist disconnected. Ich brauche mal ein kleines bisschen Redstone, bitte. Chef Strobel? Oh, jetzt habe ich keinen Dead Redstone mitgenommen. What the fuck? Ja, Revi. Wir schauen dir ganz gespannt zu, meine Zuschauer und ich und Chef Strobel und seine Zuschauer. Ich muss ganz kurz sagen... Revi kriegt auch ein Geschenk. Oh, ist runtergefallen, oder? Ich bin ehrlich gesagt gerade etwas enttäuscht.
Ich habe richtig hohe Erwartungen gehabt und jetzt läuft das hier nicht. Das TNT ist da. Hoffentlich macht das jetzt nicht kaputt. Falsch gesetzt. Guck mal, hättest du das mal gedacht, dass sogar Chef Strobel die Anweisungen gibt, Revi? Mach's von der Seite von hier doch, Revi. Guck, siehst du? Chef Strobel hat da schon viel mehr Ahnung jetzt in kürzerer Zeit. Ja, stimmt schon. Könnt ihr noch öfters Bro bitte sagen? Ja, kannst du hier recht. Weil das triggert meinen Chat unfassbar weg. Revi. Nimm dir mit. Das wird aber, glaube ich, niemand im Stream gesehen haben. Bro. Ja, gut. Das Ding ist einfach. Ich geh kurz ein bisschen was holen, Bro. Weil das ich bin gerade an der Raid Farm, Bro. Let's go, Bro. Chillig, Bro. Ich hol so viele Emeralds, Bro. Bro, nice, Mann. Bro. Hey, Bro. Hast du vielleicht noch einen Stein mit? Hey, Spark, Bro. Was geht, Bro? Bro Spark. Ja, Spark, geil. Bro. Seitdem wir gestern zusammen einen TNT-Flieger gebaut haben, sind wir die richtigen Bros. Was ist los? Alter, Bro. Ja, Spark ist sowieso ein richtiger Bro. Junge, Spark hat übertrieben auf YouTube mit dem Style gegangen, ja? Ich habe letztens Video von Spark gesehen. Max Hops genommen. Können wir kurz einen Bro-Plaus haben für... Können wir bitte einen Bro-Plaus haben für Spark auf Bro Phoenix? Für Bro auf Phoenix? Bro, chillig, Mann. Du werde eine fette Missgeburt. Ich fress den ganzen Tag Lebkuchen und werde immer fetter. Ich habe so eine Aktion gemacht. Ich fühle mich irgendwie sau unwohl bei Revi in der Nähe. Und ich sorry, Kevin, tut mir leid. Ist Revi jetzt weg bei der Kacke gefressen? Jetzt frag mich auch hier wirklich an, was ist deine Meinung zu Michis Gift? Das Ding ist, eigentlich ist es super eklig, wie Milch gemacht wird und produziert wird und auch eigentlich super uncool für die Tiere, die das machen müssen, weil die werden ja künstlich geschwängert und so. Und da ist auch immer nachweislich sehr viel Eiter drin, beziehungsweise es gibt ja einen gewissen Grad, wie viel Eiter in der Milch drin sein darf. Meine Freundin hat so ein ganz interessantes Buch gelesen und sie hält es mir auch immer wieder vor, wenn ich Milch trinke. Das Problem ist, ich bin süchtig nach Milch gefühlt. Das ist halt irgendwie ein Problem, weil meine Mutter hat auch gesagt, als sie mit mir schwanger war, hat sie jeden Tag 1 Liter Milch getrunken. Keine Ahnung. Und jetzt bin ich da und trinke auch sehr gerne Milch, aber es ist halt nicht so cool. Also hier schreibt jemand, Chef Strobel, dass du sehr, sehr lost bist. Okay, warum? Weil wenn Kühe nicht gemolken werden, werden die krank und haben Schmerzen. Okay, das hat, okay. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Bauer. Wenn sie nicht gemolken werden, haben sie Schmerzen und werden krank. Das ist sehr interessant. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Art an, wie eine Kuh gemolken wird, so in der Industrie. Oh ja, richtig geil. Da, wie du ja schon sagtest, werden die ja, die werden leer gesackt. Die werden künstlich befruchtet. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, dass die Milch produzieren, müssen die künstlich befruchtet werden. Ist halt auch so. Und wie gesagt, die werden ja trotzdem abgezapft bis zum Gehtnichtmehr und trotzdem ist da viel Eiter dabei. Ja, Leute, dann aber reden wir über das normale Melken, über das händische Melken. Wisst ihr, wie ich meine? Und nicht über das Industriemelken, wo dann so irgendwelche Saugroboter angeschlossen werden. Ich will mich selber mal an so einen Saugroboter anschließen. Und 50 Mal am Tag gemolken werden. Also das ist ja nichts Natürliches. Wir reden hier nicht über natürliche Sachen, über natürliche Kreisläufe. Ich will so Saugroboter angeschlossen. Herr Strobel, kannst du mal bitte jetzt aufhören? Auch die ganze Zeit hier, wir reden hier nicht über natürliche Kreisläufe, über das natürliche Melken und so eine Scheiße. Ja, mir macht das ein bisschen sauer, dass die Leute immer so denken, dass sie so natürliche Prozesse von Tieren oder Menschen mit automatisierten Sachen. Ja, erklär mir mal den natürlichen Melkprozess des Menschen. Ja, oh, das kann ich euch zeigen. Ich würde sehr gerne so einen Saugroboter eingespannt werden, einfach mal. Oh, und Spark soll die Pumpe bedienen. Der ist schon längst gemutet, safe. Nein, der ist noch da, der hört die ganze Zeit zu und schüttelt den Kopf. Der denkt sich bestimmt auch genau wie ich. Minecraft nur den Kopf, dann zoom ich an mich ran und schüttel einfach nur den Kopf mit dem Spark. Ja, weil Spark denkt sich bestimmt safe auch gerade die ganze Zeit, Chef Strobel, sei bitte einfach jetzt ruhig. Aber wir haben ja. Nein! Hör auf zu reden, Chef Strobel, bitte! Ich hab mich nur gefragt, wie viel Prozent Alter Chef Strobel besteht dann. Boah, das ist eine Menge. Im Badge so immer so Blut abgenommen, so ja, ihre Werte sind gut, aber. Sie sind einfach 90% Eiter. Ja, also alles soweit in Ordnung, aber ihr Körper besteht aus Eiter. Ich wollte mir nicht sagen,
ist alles in Ordnung. Alter. Geil. Das würde ich dir gönnen. Der Tunnelbohrer ist auf dem Vormarsch. Ja, ja. Red über den Tunnelbohrer und danach über das Melken, Chef Strubbel. Der Tunnelbohrer ist auf dem Vormarsch. Oh, der geile Tunnelbohrer. Und danach wird erstmal schön abgemolken. Rein in die Maschine, Strubbel. Oh, Leute, ey. Shake my head. Und Dias gefunden. Let's go. Das erste Mal im Projekt. Großes PogChamp für Chef Strubbel. Stimmt nicht. Oh, das ist sogar eine dicke Ader. Oh. Das macht er doch mit Absicht. Der ist doch dumm. Das sagt er gerade. Entweder ist der dumm oder der hat irgendeine Krankheit. Ich kann es dir nicht sagen, Kevin, aber das ist... Das habe ich gemacht? Oh, das ist aber eine dicke Ader. Was? Der Bohrer ist auf dem Vormarsch. Das ist eine dicke Ader. Oh, ich will in die Make-Maschine. Oh, schön in die Melke. Einfach nur weird Strobel manchmal, wirklich. Ich bring mich jetzt um. Kevin, hilf mir doch mal bitte. Ich flieg jetzt gegen den Baum und bring mich um. Nein, Kevin, warte. Doch, hier, pass auf. Nein, mach es nicht. Dann ist dein Grundstück auch nichts mehr wert, weil hier jemand gestorben ist. Hör auf, meine Immobilie. Ich bin rechts oder rechts außen. Du bist so ein Ding. War echt eine geile Zeit. Junge. Bis dann. Tschüss zusammen.